was ist los in diesem Land? Ich habe Angst halt. Ich habe Angst, vor euch zu reden. Ich habe Angst vor dem, was kommen wird. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Chancenaufenthaltsgesetz bricht mit dem unwürdigen Zustand, dass wir Jahre, ja jahrzehntelang geduldet haben, dass Menschen perspektivlos im Zustand der Kettenduldung leben. Das betrifft allein am Stichtag 31.10. dieses Jahres über 137.000 Menschen mit einem Aufenthalt von mehr als 5 Jahren. Dieses Aufenthaltsgesetz zusammen mit der Einführung einer behördenunabhängigen Asylverfahrensberatung, mit Anpassung und Modernisierung im Bleiberecht, mit der Asylverfahrensbeschleunigung, mit der Öffnung von Integrationskursen für Asylsuchende insgesamt. Dieses Chancenaufenthaltsgesetz ist ein Gesetz der Vernunft. Und es ist ein Gesetz des gesunden Menschenverstandes. Und es ist ein Gesetz der Mitte. Und es ist ein Gesetz der vernünftigen Mitte. Davon reden wir hier. Die herausragende Zahl der Menschen in unserem Land, all die guten, an einem guten Zusammenleben interessierten Deutschen finden es sinnhaft, was wir hier machen. Wir haben hinter uns ein breites Bündnis, das reicht von Menschen, die wissen, was es bedeutet, mit Menschen, die in Duldung leben, zusammenzuarbeiten, Unternehmerinnen, Unternehmer, Arbeitgeberverbände, Industrie- und Handelskammern. Und es reicht bis zu denjenigen, die als Aktivisten oder in Kirchengemeinden, in Moscheen und Synagogen Geduldete betreuen und begleiten. Das ist das breite Bündnis, von dem wir hier reden und von dem wir sprechen. Deshalb sage ich ausdrücklich, dieses Chancenaufenthaltsgesetz ist kein sozialdemokratisches Gesetz. Es ist auch kein grünes Gesetz. Es ist auch kein liberales Gesetz, sondern es ist ein Gesetz der Vernunft. Und wenn wir sagen, das ist ein sozialdemokratisches Gesetz oder ein grünes oder ein liberales Gesetz, dann ist es genauso ein Gesetz des Konservatismus. Denn wenn man konservativ denkt, muss man auch dieses Gesetz unterstützen. Denn konservativ bedeutet auch, Maß und Mitte zu finden, nicht rigoristisch zu denken und zu erkennen, was für Menschen wichtig ist, wenn sie Perspektiven haben wollen, wenn sie sich anstrengen und bemühen. Und deswegen würdige ich auch ausdrücklich, dass mindestens 19 Mitglieder der CDU- und CSU-Fraktion in einer persönlichen Erklärung deutlich gemacht haben, welche Punkte sie nicht teilen, dass sie im Grundsatz aber die Idee, langfristig geduldeten Menschen, die sich gut integriert haben, die Teil dieser Gesellschaft geworden sind, aber als solche nicht wirklich leben können, eine Perspektive erhalten durch den Chancenaufenthalt. Und das kritisiere ich überhaupt nicht. Nein, das ist Ausdruck von Demokratie, Hochachtung. Prominente dabei wie Herr Laschet, wie Frau Grütters, wie Frau Güler, wie Herr Gröhe. Was ich aber kritisiere, ist die Anscheinerweckung, als gäbe es einen geschlossenen Block gegen diese Haltung. Ich habe schon in meiner letzten Rede, in der ersten Lesung darauf hingewiesen, dass die größte Landesregierung, CDU geführt, ausdrücklich uns auffordert im Koalitionsvertrag, dieses zu machen, mit Erlassregelungen dem vorarbeitet. Wir haben, auch das muss man mal sehen, die behördenunabhängige Asylverfahrensberatung schon pilotiert unter einem CDU-Innenministerium. All das haben Sie selbst schon in Ihrer Sinnigkeit, in seiner Sinnigkeit erkannt. Und jetzt üben Sie dagegen Opposition. Das mag verstehen, wer will. Ich verstehe es nicht. Wenn wir in diesen Tagen, in denen es ja wieder üblich geworden ist, das Thema Migration komplett zu ideologisieren und emotionalisieren, davon sprechen, ich zitiere jemanden, er weiß, wer angesprochen ist, dass wir die Staatsangehörigkeit verramschen würden, dass das die Integration nicht fördern würde, dass wir damit Pull-Effekte für illegale Migration auslösen würden, zeigt, dass die Person
eben nicht verstanden hat, was Staatsangehörigkeit bedeutet, nämlich das ist ein Kompliment, wenn Menschen deutsche Staatsangehörige werden wollen, dass man nicht verstanden hat, was Integration bedeutet, das ist ein Kompliment für dieses Land, dass Menschen hier Deutsch lernen, hier leben wollen, sich einfügen in dieses Land und nicht begreifen, dass Änderungen im Aufenthaltsgesetz oder Staatsangehörigkeitsrecht doch nicht die Hauptgründe sind, warum Menschen sich auf die Flucht begeben. Das ist doch ein Irrsinn und eine Fehldeutung. Die Realität ist aber, dass vor meinem Büro vor nicht langer Zeit Lamarana D. stand und geschildert hat, wie er in diesem Land lange lebt, seit 7 Jahren aus Guinea gekommen, fast verreckt auf der Anreise. Er hat sofort Deutsch gelernt. Sein Schriftdeutsch ist besser als das in jeder Bachelorarbeit. Er hat eine Freundin, ist verlobt, kann aber nicht heiraten wegen der ungeklärten Identitätsfrage. Er hat sich immer Arbeit gesucht, nie von Transferleistung gelebt. Er hat sich sofort einem Sportverein angeschlossen. Er möchte mit seiner Freundin am liebsten mit dem Wohnmobil nach Frankreich fahren und campen. Der Mann ist besser integriert, der ist deutscher, als ich es je sein könnte. Was für einen Sinn macht es, diesem Mann eine Chance in diesem Land zu verwehren. Es macht keinen Sinn. Und es ist auch eine Anscheinerweckung, als ob wir ernsthaft ihn und Tausende, Hunderttausende weitere von ihm abschieben könnten. Dann würden wir unsere ganzen Landes- und Bundespolizeien lahmlegen. Und wir können es im Realfall nicht. Wir haben also die Wahl. Akzeptieren wir diesen Ist-Zustand oder leben wir in der Fiktion, dass er perspektivlos hier bleiben muss und doch nicht abgeschoben wird. Und für mich ist diese Entscheidung glasklar. Es ist eine Entscheidung des Pragmatismus, der Vernunft und auch der Menschlichkeit. Es zeichnet nämlich eine Gesellschaft nicht aus, einen Wettbewerb zu machen, wer am härtesten und am unmenschlichsten ist, sondern es zeichnet eine Gesellschaft aus, dass sie mit ihrer Gesetzgebung, ihrer Realität und einer Bevölkerung, die sehr souverän, sehr selbstbewusst mit Migration umgeht, endlich gerecht wird. Diese Entscheidung haben wir heute, vor der stehen wir, sagen Sie ja. Vielen Dank. Oh, was ist los in mir?